Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück in Swamp Lake Zoo, unserem Mega-Zoo. Wir haben es bald geschafft und haben Asien vollendet. Wir werden heute noch ein weiteres Gehege bauen für eine, für keine sehr aufregende Tierart. Und ich nenne sie jetzt einfach mal für die Ratten der Zoos. Das ist jetzt ein bisschen gemein, denn mit Ratten haben sie eigentlich nicht sehr viel gemein, außer dass man sie in vielen Zoos an vielen Orten sehen kann, dass sie sich meistens überall freilaufend im Zoo herumtreiben, auch mal hier und da in einem fremden Gehege drin sitzen, unglaublich laut sind. Gut, das hat mit Ratten weniger zu tun. Ratten sind normalerweise nicht die lautesten Tiere. Und sie vermehren sich wahnsinnig. Da muss ich dran denken, als ich letztes Jahr in Griechenland war, da war ich auf Rhodos. Wir haben uns da so eine Klosteranlage angesehen, irgendwo ganz oben auf dem Berg. Und da ist es tatsächlich so, dass dort früher irgendwann mal Pfauen, die Katze ist aus dem Sack, es sind Pfauen, Pfauen ausgewildert worden sind oder dort angesiedelt worden sind in diesem Park. Und da befinden sich jetzt wirklich Dutzende von diesen Tieren, wenn nicht sogar Hunderte. Also man sieht überall wirklich nur noch Pfauen, 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 Pfauen. Das ist unglaublich. Deshalb, wie gesagt, so ein bisschen dieses, deshalb habe ich es jetzt einfach genannt, die Ratten der Zoos. Was wirklich fies ist, denn Pfauen sind wirklich wunderschöne Tiere. Dadurch, dass sie so inflationär in unseren Zoos überall gehalten werden und nicht nur in Zoos, sondern auch in Privathaltungen, Wildparks, Vogelparks und so weiter und so fort, verliert der Pfau natürlich so ein bisschen seine Besonderheit oder dieses, oh, guck mal, da ist ein Pfau. Was für ein tolles Tier, weil wir den Anblick vom Pfauen relativ gewöhnt sind. Ja, es entsteht auch kein wirkliches Gehege in dem Sinne, denn es wird nun doch ein begehbares Gehege geben für die Tiere. Ich wollte sie ja generell hier in dem Asienbereich gerne freilaufend haben, damit sie sich dann auch wirklich vermehren können, so wie sie möchten. Das funktioniert leider nicht so wirklich, beziehungsweise das wäre eine riesige Herausforderung für mich gewesen, das tatsächlich dann hinzubekommen. Deshalb habe ich hier jetzt einfach mal so ein Fake-Tor für ein begehbares Gehege gebastelt, sodass unsere Pfaue sich dann in diesem Bereich bei den Przewalski-Pferden und bei den Nebelpadern und den Bengaltigern bewegen können. Natürlich nicht ins Gehege von den Raubkatzen rein können. Rein theoretisch bei den Przewalski-Pferden könnten sie eigentlich rein, wenn sie ein bisschen springen oder flattern. Pfauen können ja eigentlich auch fliegen. Keine großen Strecken, also sind nicht die größten Flieger, aber sie können es tatsächlich. Grundsätzlich könnten sie natürlich da rein bei den Pferden, aber auch das tun sie nicht. Ja, wie gesagt, hier habe ich so eine kleine Drehtür dann gebaut für unsere Besucher, wo sie dann durchgehen können und in dieses begehbare Gehege der Pfaue rein können. Was ich ganz nett finde, weil in diesem begehbaren Gehege dann letztendlich auch die Zugänge oder die Besuchertribünen für unsere Raubkatzen drin sind. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz spannend und eine tolle Geschichte hier auch. Lieber Thomas, falls du zuschaust, in diesem Fall habe ich tatsächlich auch daran gedacht, diese Gästebarrieren unterzubringen und so dass wir es so haben, dass die Gäste tatsächlich nur da durchlaufen, wo auch die Türen sind und nicht durch die Wände. Hier unten habe ich dann nochmal dieses Abflussgitter oder Lüftungsgitter, was es ist, drunter gesetzt. Macht jetzt bei den Pfauen eigentlich nicht so wirklich Sinn. Wäre eher etwas eigentlich für ein Huftiergehege. Da habt ihr das vielleicht auch schon gesehen oder wenn ihr mal in den Bergen spazieren gegangen seid oder wandern gegangen seid, ist es oft so, wenn man auf die Weide von Kühen oder von Ziegen geht,
dann wird oft bei dem Gatter, wenn der Besucherweg, der Wanderweg dort durchgeht, so ein Gitter gebaut, weil die Tiere da dann nicht drüber laufen. Also die können das zum einen nicht und die haben auch Angst davor, weil sie da keinen festen Untergrund haben und mit ihren Hufen letztendlich da auch keinen Halt hätten. Das habe ich jetzt in diesem Fall auch gemacht. Wie gesagt, bei den Pfauen macht das eigentlich nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil sie rein theoretisch ja da drüber springen oder drüber flattern könnten. Trotzdem fand ich das einfach ein schönes Gimmick und das Ganze sieht dadurch noch so ein bisschen realistischer aus. Normalerweise lasse ich solche kleinen Details ja gerne mal weg und hänge mich da nicht so wahnsinnig drauf auf. Habe mich da aber so ein bisschen auch inspirieren lassen von den tollen Bauten von Sonja, die ja immer so richtig tolle Backstage-Gebäude baut. Und da dachte ich, okay, gut, jetzt investierst du da auch mal ein bisschen mehr Mühe in solche Geschichten und ja, gehst mal ein bisschen mehr ins Detail bei solchen Kleinigkeiten dann auch. Und ich finde, es macht doch auf jeden Fall einen Unterschied. Ja, die Fläche wird relativ groß, wo sich unsere Pfaue aufhalten. Ursprünglich wollte ich eigentlich das gegenüberliegende Gelände, das wir jetzt hier sehen, nicht einzäunen. Aber macht natürlich Sinn, beziehungsweise muss ich natürlich auch irgendwie machen, wenn ich die Pfauen dort unterbringen möchte. Denn wir brauchen ja dann einfach auch was, was die Tiere in ihrem Bereich hält. Aktuell ist es so, dass ich für die gegenüberliegende Seite noch nicht wirklich etwas geplant habe, beziehungsweise, naja, geplant eigentlich nicht, aber es wird sich nicht vermeiden lassen, dass eben auf dieser gegenüberliegenden Seite dann der Eingang sein wird für unser Reptilien- und Terrarienhaus, von dem ich ja schon gesprochen hatte, wo wir dann im Endeffekt so diesen Übergang gestalten wollen von dem asiatischen Bereich in den südamerikanischen Bereich, und wir dort dann die Krokodilkaimane beheimaten werden, aber auch die Komodowarane und den Ganges-Gavial. Ja, kleines Déjà-vu dazu. Die Krokodilkaimane und den Ganges-Gavial habe ich ja vor kurzem erst in Waveland Park beheimatet. Ja, ist dann ein bisschen schwierig für mich oder ein bisschen herausfordernd für mich, weil ich natürlich nicht komplett das Gleiche hier bauen möchte, aber das Ganze natürlich so ein bisschen eine Inspiration für mich definitiv sein wird. Ja, aber lassen wir uns einfach mal überraschen, was ich mir für den Bereich dann letztendlich einfallen lasse. Auf jeden Fall wird dieses Reptilienhaus dann gegenüber hier von der begehbaren Pfau-Anlage seinen Platz finden, sodass wir da vielleicht auch den Vorplatz von dem Haus mit einbeziehen können in die Freilauffläche von unseren Pfauen. Ja, ich bin ja ab Samstag jetzt dann im Urlaub für 1,5 Wochen. Ich komme am 18. Oktober zurück. Das heißt, zum einjährigen Jubiläum dieses Kanals werde ich nicht da sein, habe aber da schon ein bisschen was vorbereitet. Einjähriges Jubiläum ist am 10.10. Das heißt, dort wird es ein paar Videos dann geben für euch an diesem Tag. Keine wahnsinnig langen Videos. Es wird ein reguläres Video geben in Arizona Adventure Park, das gleichzeitig auch ein ganz besonderes Video ist, denn es wird das letzte Speedbuild in Arizona sein. Der Park ist dann vollständig. Kaum zu glauben, es ist gleichzeitig auch der erste Zoo überhaupt in diesem Spiel, den ich tatsächlich vervollständige. Ich gehöre zu den Menschen, die vieles immer anfangen, denen dann irgendwann langweilig wird und dann fangen sie wieder was Neues an. Also ich bringe normalerweise Dinge nicht wirklich gerne und regelmäßig zu Ende. Arizona ist tatsächlich jetzt der erste Park, in dem ich das geschafft habe.
wo ich auch sehr stolz drauf bin und mich sehr drauf freue und auch ein kleines bisschen traurig und wehmütig bin, denn ich habe ja doch jetzt fast ein Jahr dann an diesem Park gebaut und dann wirklich auf Wiedersehen zu sagen, ja, schmerzt ein kleines bisschen. Aber ist natürlich auch schön. Ich bin momentan gerade dabei, die letzten Arbeiten daran zu machen. Das heißt, ich habe die komplette Beschilderung nochmal neu gemacht in dem Park, so ein paar kleinere Reparaturarbeiten gemacht oder Dinge, die ich übersehen habe oder vergessen hatte zu machen, dann schnell offscreen nochmal nachbearbeitet und ja, dass er vorbereitet ist für die Touren, die dann folgen werden. Es wird auf jeden Fall eine deutsche Tour durch den Zoo geben und es wird auch eine englische Tour durch den Zoo geben. Beide Touren mache ich nicht selbst. Ich werde so ein kleines Abschiedsvideo werde ich dann für den 10.10. dann noch machen, wo wir einfach so ein paar Highlights im Park uns nochmal anschauen oder so ein bisschen drüber fliegen, so einen kleinen Zusammenschnitt. Aber so eine richtige Tour wird es dann eben von anderen YouTubern geben. Werde ich euch natürlich aber auch dann drüber informieren, wo ihr euch das Ganze dann ansehen könnt. Und selbstverständlich werde ich nach der letzten Episode, ja, beziehungsweise voraussichtlich dann, wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin, erst den Zoo dann auch in den Workshop stellen, sodass ihr euch den selbst dann auch alle natürlich anschauen könnt, durchlaufen könnt, selbst ein bisschen dran basteln könnt oder was immer ihr damit machen wollt, könnt ihr dann auch machen. Jo, genau, so viel dazu. Ich habe für die Zwischenzeit schon so ein kleines bisschen vorproduziert, sodass ihr auch, wenn ich im Urlaub bin, nicht auf Content von mir verzichten müsst. Ich weiß nicht, wie viel ich vorproduzieren kann. Ich habe jetzt hier in Swamp Lake nach diesem Video auf jeden Fall noch ein Video, das definitiv dann nächste Woche Mittwoch rauskommen wird. Ja, doch, nächste Woche Mittwoch rauskommen wird. Also am 3., 4., 5., am 5.10. Ich versuche es auf jeden Fall noch ein weiteres hinzukriegen. Da werden wir dann wahrscheinlich den Asienbereich kurz verlassen, weil ich mit dem Reptilienhaus ehrlich gesagt noch nicht wirklich anfangen möchte, wenn ich nicht wirklich dabei bleiben kann. Und dann werden wir einfach ein nettes, schönes Gehege für die Kapibaras bauen, auf die einige von euch mit Sicherheit schon länger warten, weil es ja doch so ja, eins der Lieblingstiere in dem Spiel ist. Genau, und ja, das wird es dann vermutlich auch noch geben. Und dann kann es durchaus sein, dass einfach mal so ein kleines bisschen Sendepause kommt, eine Woche vielleicht oder wie auch immer. Und dann geht es auf diesem Kanal natürlich wieder weiter. Mit der ein oder anderen neuen Geschichte dann auf jeden Fall. Denn wenn Arizona beendet ist, habe ich ja schon angekündigt, dann werde ich auch wieder eine Franchise-Serie starten. In englischer Sprache allerdings jetzt erstmal. Lasst mich aber sehr, 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 sehr gerne und auch bitte, bitte in den Kommentaren zu diesem Video wissen, ob ihr an einer deutschen Franchise-Serie interessiert wird, ob ihr das schauen würdet, ob das was für euch ist. Dann werde ich das gerne auch machen. Ich hatte das ja ganz am Anfang mal von dem Kanal gemacht, hatte mir da allerdings ein bisschen zu viel davon erwartet und hatte da auch nicht so wirklich den wahnsinnigen Spaß dabei, sodass ich das relativ schnell dann auch wieder beendet habe. Ich hätte jetzt aber inzwischen echt wieder Bock drauf. Deshalb, wie gesagt, Englisch wird es die Franchise-Serie auf jeden Fall geben. Ich glaube, das hatte ich eh schon mal gesagt, dass dann der Zoo in Australien basierend gebaut wird. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich die Regenbogen-Eukalyptusbäume so schön finde und damit relativ viel machen möchte. Ganz simpel. Ja, und wie gesagt, also wenn ihr Lust habt und Bock habt auf eine deutsche Franchise-Geschichte, dann sagt mir Bescheid in den Kommentaren und dann mache ich das sehr gerne auch. Franchise ist für mich, glaube ich, auch ein kleines bisschen entspannter als eine Sandbox-Serie, da es nicht ganz so zeitintensiv ist. Denn ja, Franchise wird im Regelfall, mache ich da ein Let's Play dann
Das heißt, das Ganze läuft in Realtime dann ab. Es wird also kein 5 Stunden Bau eines Geheges stattfinden und das dann zu einem Speedbild zusammenschneiden und so weiter und so fort. Das wird da also nicht passieren. Von daher, wie gesagt, also wenn ihr Bock habt, sagt mir Bescheid, dann kümmere ich mich da sehr gerne drum. Ja, ansonsten spiele ich noch mit dem ein oder anderen Gedanken, was ich ganz gerne machen möchte. Ich möchte auch euch ganz gerne wesentlich mehr einbeziehen in das alles. Das heißt, ich möchte auch definitiv im zweiten Jahr von Bake and Play dann irgendwann mal einen kleinen Contest machen. Gibt ja hin und wieder solche Mini-Zoo-Contests und so weiter und so fort. Ich möchte mich da ein bisschen so abgrenzen. Was heißt abgrenzen davon? Abgrenzen ist das falsche Wort. Ich möchte ein bisschen was anders machen. Für mich ist es immer stressig oder ich verliere schnell den Spaß an irgendwelchen Geschichten, wenn es zu viele Anforderungen gibt, wenn ich zu viele Dinge berücksichtigen muss, dann macht mir das Ganze irgendwann einfach keinen Spaß mehr oder ich lasse es dann komplett bleiben. So geht es mir momentan auch unabhängig davon, dass ich ja, dass ich keine wirkliche Zeit habe, mich um so einen Contest zu kümmern, geht es mir momentan einfach damit so, wie gesagt, komplett meine persönliche Meinung. Wenn so ein Contest stattfindet und es heißt dann, ich muss dies machen, ich muss das machen und ich habe einen beschränkten Platz und ich habe nur beschränkte Bauteile und ich muss aber dies bauen, ich muss das bauen, ich muss jenes bauen, dann bleibt für mich an einem gewissen Punkt einfach die Kreativität und der Spaß so ein bisschen zurück und dann, ja, dann mag ich das nicht mehr. Und ja, ich würde das Ganze ganz gern anders machen. Hab da so ein paar Ideen, was ich da vielleicht mit euch zusammen dann auf die Beine stellen möchte. Und ja, lasst euch einfach mal überraschen. Da wird auf jeden Fall nächstes Jahr noch das ein oder andere Spannende dann auf euch zukommen. Ja, jetzt habe ich die ganze Episode drüber gequatscht, letztendlich, was mit dem Kanal alles so passiert und über alles Mögliche geredet und nicht wirklich über das, was hier heute entstanden ist. Aber ihr konntet das ja am Rande mitverfolgen. Ich habe ein paar nette kleine Häuschen für unsere Pfauen gebaut, wo sie sich dann bei Bedarf zurückziehen können, wenn sie genug von unseren Besuchern haben. Und ansonsten einfach so eine kleine, gemütliche, nette Parkanlage gebaut. Nichts Spezielles, nichts Besonderes. Einfach noch einen kleinen Teich, ein bisschen Bepflanzung, ein paar Zypressen, dass wir wirklich so diesen Parkcharakter hier auch so ein klein wenig haben. Und ja, schon haben wir ein wunderbares, schönes, kleines, ja, wobei so klein ist es nicht, schönes, begehbares Gehege für unsere Pfauen. Schauen wir uns jetzt nochmal im Erkundungsmodus an, schauen uns dann die Tiere auch nochmal ein klein wenig an und ich verabschiede mich an der Stelle schon mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne wieder einen Like da, abonniert meinen Kanal, damit ihr die nächste Episode auch nicht verpasst. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es weitergeht in Swamp Lake mit einem neuen Gehege. Bis dahin, ciao! The Müller's a murder to tell her. Yeah. Hallo? Hey, Isa? Ja. Yeah.